Deutschland. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab. In Deutschland redet man Deutsch, wir sind ja gerade hier in Deutschland, also red bitte Deutsch. Erzähl mal, du Bürger, was ist denn los? Ja, du findest es so richtig, dass du einfach die deutschen Bürger ausnimmst, oder? Okay, und du, ja, ist richtig so, genau. Die deutschen Bürger muss man ausnehmen, das machen die Politiker auch. Ah ja, okay. Ja, aber du merkst schon, dass sich da einiges ändert mittlerweile, oder? Ja, da wird sich auch voll viel ändern. Das Einzige, was sich ändert, sind die Länder, die wir noch unterstützen mit den ganzen Steuergeldern. Mehr wird sich nicht ändern. Da bist du dir ganz sicher? 100%, das wird sich gar nichts ändern. Mensch, Norbert, was stört dich denn daran? Was stört dich? Guck mal, ich bin Marokkaner und ich nutze euch Deutschen aus. Was stört dich daran? Was stört mich daran? Ja, was stört dich jetzt daran? Okay, Norbert. Norbert, eine andere Frage. Verdienst du morgen mehr Gehalt, wenn ich arbeiten gehe morgen? Das ist jetzt mir relativ. Aha, ja, das ob jetzt ich. Ja. Ob jetzt ich mehr verdiene oder nicht, weil du arbeiten gehst. Mir geht halt rein drum, dass es viel gibt, die wo weniger verdienen wie du. Juckt mich nicht. Ah, das juckt die nicht. Ja, ich bin kein Deutscher, mich interessiert das nicht. Geh schuften, deine Eltern sollen arbeiten. Nee, Norbert ist selber nicht mal Deutscher, der kommt aus Bayern. Weil er kommt aus Bayern, will mir was ergeben, mal geh schuften, Norbert. Was machst du beruflich? Jodeln. Der ist Jodler. Was machst du beruflich? Ach, Gott. Was machst du denn beruflich? Schweine, ihr seid einfach Kasperl. Kasperl. Kasperl, du bist geknascht. Was denn? Ach, du bist Kubis Mann. Ey, ach, Kulis Mann. Ey, was machst du beruflich? Ich sitz von in der Früh bis auf die Nacht, sitze ich. Und mach was. Ich schick so Leute wie die schicke hin und her. Und schaffst du in die Arbeit. Das glaubst du doch selber nicht, dass irgendwelche Leute auf dich hören, du Allmann. Ich bitte dich, bleib mal auf der Höhe. Ja, das ist doch gar so. Nicht. Ach Quatsch, ich bitte dich. Das kannst du deiner Frau erzählen oder so. Vielleicht auf GTA schickst du Leute rum oder so. Aber im echten Leben wird nicht mal ein Hund auf dich hören. Bleib mal auf Teppich. Alter. Ey, ja. Norbert. Ihr seid einfach nur Assets für mich. Was? Ihr seid einfach nur Assets für mich. Was ist denn Assets? Kannst du Deutsch reden? Wir sind in Deutschland, bitte. Was ist Assets? Asoziale Wichser seid ihr für mich. Aha. Ja, und? So redest du also mit Menschen in der Öffentlichkeit? Hey, Norbert. Ja, genau. Ich arbeite. Der, wo das System bewusst ausnutzt, ist für mich ein asozialer Wichser. Norbert, hast du Kinder? Ich hab Kinder. Und ich wünsche denen, dass die abgezogen werden von Marokkanern. Ja, genau. Die schlitzen dann da irgendwas auf, bevor dass die Marokkaner zu Jana Hie kommen. Norbert, ich muss dich mal einmal was fragen. Ja. Ich sehe gerade dein Bild und ich sehe gerade deine Ohren. Kannst du da Radioantenne empfangen, oder? Ja, ich sehe dein Brüdel an und du bist auch gerade nicht die Schönheit. Ey, hör mal zu, guck mal, wie traurig. Guck mal. Jetzt, Dribbler, du musst dir das mal jetzt bildlich vorstellen, ja? So. Ja. Du bist jetzt noch jung. Wir haben jetzt 23.30 Uhr. Ich bin jung, ich glaube, ich bin älter. Hallo, sag mal ruhig einmal. Kackball, über dich redet keiner, Angela Merkel. Ja, komm, halt mal Fresse. Auf jeden Fall, hör mal zu, Dribbler. Überleg mal, du dein Vater, du gehst so durch den Flur, du hörst so, dein Vater ist voll laut am Schreien. Hä, was macht er da? Du machst die Tür auf, du siehst, wie dein Vater, der arme Geringverdiener, mit Herrn Jobcenter im Internet redet und ihn als W-Punkt, was er gerade gesagt hat, beleidigt. Wie erbärmlich muss man sich als Vater fühlen, wenn das Kind daneben ist und das sieht. Du kommst auf YouTube, Norbert. Wusstest du das? Das, was du gerade... Alles kommt auf YouTube und das ist legal. Ich darf dich legal auf YouTube setzen. Weil du ja, das ist das ja. Ich verdiene ja dreimal so viel wie du, aber das ist ja... Ich spiele dir jetzt momentan gerade keine Rolle. Was verdienst du denn, Norbert? Verdienst du über 5.000 Euro im Monat? Weil dann wäre das dreimal so wie ich. Ja, das Hobby. 5.000 Euro? Ich habe 5.000 Euro im Monat. Okay, aber das geht ja eigentlich nichts so. Okay, dann zeig mal deine Lohnabrechnung. Ja, aber guck mal, Norbert. Auch wenn du über 5.000 Euro im Monat verdienst, sitzt du trotzdem hier abends auf TikTok und bist frustriert und musst deinen Hass an andere Leute... Nein, ich bin nicht frustriert. Mir regt es nur auf. Wir... Das erbärmliche Pack von euch, das deutsche Volk ausnutzt. Ja, der Pack und von so viel Deutsche, einfach zu feige sein, um was zum Song. Was ist denn Deutsche? Meinst du Daim-Schokolade? Was denn Deutsche? Entschuldigung, Deutsche. Ja, dann rede bitte Deutsch und nicht Bayerisch, weil Bayerisch, da habe ich leider keinen Reisepass für.
Also ich sag, du hast mehr Bezug zu Österreich als zu Deutschland. Auch alleine schon, wie du redest, wie du denkst, deine Ja, politische das ist halt Einstellung. in Bayern, wir in Bayern sind halt nur ein eigenes Volk. Ja, das ist so. Und das Genau. wird sich nur erheben, das Volk in Bayern. Warten ob. Wow, toll. Ja, erhebt euch und dann stehen ein paar Bayern da auf. Ja, und dann, was ist Ey, dann? Dribbler, ich bring dich in Knast. Ja, sie. Oh Genau. Ey, Mann. aber Norbert, weißt du, was viel trauriger ist? Du sagst mit Deutsche hier, Deutsche da. Erstmal, deine Enkel und deine Töchter werden alle einen Marokkaner oder einen Türken heiraten. Dann kommt Oh noch dazu, Gott. noch trauriger ist, dass ein Deutscher nicht mal vernünftig sprechen kann, wie du. Du sprichst nicht mal vernünftig Deutsch, du kannst keinen geraden Satz bilden, du sprichst schlimmer als ein Legastheniker auf 70 verschiedenen Substanzen. Du bist besoffen. Schlaf doch mal deinen Rausch aus, das stimmt nicht bei dir. Hab Angst. Ja, ist in Ordnung. Ah, nur weil Dirk ein Bayerisch nicht versteht, dann tue ich Ja, euch ja auch nicht halt doch die helfen. deutsche Kultur mal ein bisschen am Laufen und sprech Hochdeutsch, Alter. Tja, die deutsche Kultur, die besteht aus Bayerisch, aus Nein. Sächsisch, aus. Aus Es Hochdeutsch. gibt. Ja, aus Hochdeutsch, genau. Natürlich. Hä? Wir haben 16 Bundesländer. In einem Bundesland denken die Leute, okay, wir müssen jetzt ein bisschen anders sprechen. Und jetzt denkst du auf einmal, das ist maßgebend oder was? Kannst du vergessen. Na, Deutschland hat sich nur auf Hochdeutsch spezialisiert, weil immer mehr von euch zugekommen haben. Nee, weil wir mit euch nichts zu tun haben wollen, Jo, bloß Bayern. ja, genau. Fahr doch mal in die ganzen Bundesländer rein und fahr mal in die Dörfer und da siehst du mal, wie die reden. Da redet keiner Hochdeutsch, weil jedes Bundesland hat seine eigene Sprache. Du Ey, der hat doch einen Kackball. Geschlechtsverkehr mit seinen eigenen Haustieren, so wie der spricht. Das ist doch nicht normal. Ja. Der Norbert, Alter, geil, Alter, so ein richtiger bayerischer Wutbürger. Was willst du denn, Norbert? Die AfD? Das geht dir um Scheißträger. Ja, ich sehe das doch auf deinem Profil. Ey, ich weiß jetzt schon, wie ich das Video nenne. Einfach Norbert der Allmann. Einfach so Ja, der ist radikal. ja. Ey, nein, Mo, du Ihr kennt darfst ja nicht Maler einmal aus der sagen, Metz, wie Norbert ist ärgert kein ihr mich? Deutscher, Norbert kommt aus Bayern, das sind keine Deutschen, das sind auch Ausländer. Oh Mann, ihr seid so Kasperl. Kasper, da kommst du Kasper. in Aber, Knast. okay, komm, lass uns jetzt mal auf Ernst reden. Erklär mal jetzt, Norbert, warum sollte jetzt jemand wie ich arbeiten gehen? Ganz normal, ich krieg Geld geschenkt vom Staat, ich kann einfach ausschlafen, ich brauche mir nur das Geld am ersten des Monats von der Karte ziehen und habe mein Geld in der Tasche. Warum soll ich arbeiten gehen? Ja, jetzt wird sich schon noch ändern. Da wird es sich nicht. Warte. Was denkst du denn? Gerhard Schröder, der Ja. Ehrenmann, hat den Stein ins Rollen gebracht, damit wir Arbeitslosen einfach schlafen können und ohne Kopfschmerzen unser Geld bekommen. So Ja, ein Hurensohn. genau. Das ist jetzt momentan noch so. Ja, aber das wird sich schon erinnern. Nein, wird es sich Warte mal. nicht. Denkst du, weil die AfD das irgendwie erzählt, dass sich das ändern wird, wird sich was ändern? Es wird sich gar nichts ändern. Ja. Ich kann dir Ich bin sagen, der was ich festen denke, was wir Überzeugung machen. davor. Guck mal, pass Und auf, Norbert, ich sag's dir. wie gesagt, ihr kennt ja da leben, ihr könnt es machen, was ihr möchtet im Endeffekt. Das ist ja mir wurscht. Ich finde es halt nur schade, dass so wenig einen Arsch in der Hosen haben, dass euch die Meinung sagen. Und ich bin Okay, halt einer, komm. ich sag halt euch die Meinung. Ja, da kommt sie in Entschuldigung. Knast, Warte Norbert. mal, warte mal, warte mal. Okay, Norbert, dann denk das doch mal weiter. Okay, alle Arbeitslosen, alle 3 Millionen Arbeitslose oder 2 Millionen Arbeitslosen aktuell kriegen jetzt kein Geld mehr, müssen aber trotzdem essen. Weißt du, was dann passieren wird? Dann wird deine Tochter oder dein Sohn oder so, wird dann auf dem Weg zu ihrem Piss 1500-Euro-Job überfallen und denen wird das Geld weggenommen. Hast du da Ja, schon? das geht vielleicht ein, 2 Monate gut und dann tat sich das alles dran. Und dann seich jung. Boah, Bro, redet doch, seine Sprache geht mir so auf den Piss, ja. Ja. Also Lalala. wir können ja mal in Länder gucken, wo die Sozialhilfe nicht gibt, also wo es das nicht gibt, wo die Leute in Armut leben. Wenn wir jetzt mal nach Südamerika gucken, in diese Länder, wo die Leute nicht vom Staat unterstützt werden, was passiert dort? Touristen werden abgezogen, Einheimische werden abgezogen, jeder Zweite trägt einen Ballermann, die Kriminalitätsrate steigt ins Unermessliche. Also wenn das ist, was du hier in Deutschland haben willst, dann bitte. Habe ich auch kein Ja, Problem. also besser wie eigentlich, also ohne Schmarrn. Was heißt denn wie Eich? Ich bin doch selber ein Deutscher. Ich bin ein Ja, Deutsches. aber du bist für mich auch Assi. Hey, wenn Und? ich als Deutscher nicht einmal den Arsch hochbringe, dass ich arbeiten gehe. Hallo, wo bin ich da?
Machen die Politiker doch auch nicht. Die hauen deine. Die ja, ja deine hallo, was halten die von der heutigen Politik? Hey, die Ampelpolitik ist für mich der größte Rotz. Und die andere Politik wird genauso bleiben. Es wird sich nichts ändern. Also, hör mal doch auf. Wenn hey, wir haben jahrelang, wir haben einmal eine gute Politik gehabt, wo Deutschland, wo aufgestiegen ist. Deutschland, Jahren, nicht ne? Deutschland. Vor 90 Jahren meinst du? Na, Entschuldigung, Deutschland halt dann. Vor 90 Jahren meinst du die Politik, ne? Oder welche Politik meinst du? Ach, vor 90 Jahren. Red doch nicht beim Schmarrn. Ja, welche Politik meinst du denn? Okay, wann ja, seit wann hupzen ihr im nächsten Also Norbert, mein Lieber, ich habe mir dann in der Zwischenzeit